Als Filmemacherin stellte ich mir die Frage, mit welchem Medium arbeite ich eigentlich? Und der Film über Werner Nekes soll Antworten geben auf diese Fragen. Und er soll neugierig machen auf die Geschichte der Erforschung der Wahrnehmung. Film ist für uns heute eine Selbstverständlichkeit, so wie es Tag und Nacht gibt. Für Werner Nekes war das ganz anders. Er wollte keine Filme machen, die man konsumieren kann, denn Konsumieren hat nichts mit Denken zu tun. Er wollte mit seinen experimentellen Filmen den Betrachter zum Denken anregen. Mit seiner Filmkunst zählte er zur Avantgarde. Er wollte zeigen, was Film leisten kann. Gleichzeitig blickte er zurück in die Vorgeschichte des Kinos. Die Arbeitsweise und Erfindungen einzelner Künstler und Wissenschaftler früherer Jahrhunderte, die optische Phänomene erforschten und beschrieben, inspirierten Werner Nekes und machten ihn zum Sammler kinematografischer Objekte. Die Ergebnisse, die Nekes durch das Zusammenspiel von Sammlung und Filmarbeit erzielte, im Rahmen aktueller Kunst- und Kulturgeschichte, waren überraschend und führten mich zu der Absicht, meine Eindrücke, meine Sichtweise seiner Arbeit in einem Dokumentarfilm zusammenzuführen.